Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 mit der Dynastie Marburg und Herzog Viktor von Hessen und Westfranken, nunmehr. Ein sehr mächtiger Mann inzwischen geworden, der jetzt von seinem Verbündeten, jener Verbündete, der uns geholfen hat, in den Krieg gerufen wurde, was eigentlich ganz gut ist, wie mir gerade auffällt. Denn Herzog Viktor hat ja gelernt aus den Lehren, die... Oder ja, was seiner Mutter widerfahren ist, wie sie all ihre Macht verloren hat, nach dem Zerfall des Reiches durch ihre Erbschaft schon. Und er hat jetzt zwei Söhne, beide erbberechtigt, und er gönnt den Söhnen das grundsätzlich auch. Er ist, ja, glaube ich, jetzt kein grundsätzlich böser Mensch, aber auch kein, ja, ich glaube, wir können uns selbst interpretieren, wie liebevoll er als Vater auftritt. Was er aber garantiert ist, ein undurchschaubarer Intrigenspinner. Er ist definitiv ein Mörder vieler Menschen. Und er ist auch ein Folterer. Er ist eigenwillig, fleißig und, wie gesagt, unter dem Eindruck dessen, dass er das Reich diesmal zusammenhalten möchte und dass er ein Intrigenspinner ist, sagt er sich wahrscheinlich Folgendes. Er gönnt beiden Söhnen gleichermaßen einen Titel oder die Erbfolge, das komplette Erbe. Deshalb, aber er möchte das ungern wieder aufteilen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, am Ende das Ganze politisch zu regeln. Da könnte jemand nicht erben, aber warum? Nein, er sagt sich einfach Folgendes. Er nutzt den Krieg, die beiden jungen Leute sollen kämpfen, sollen sich im Kampf beweisen. Er selbst ist ein hervorragender Kämpfer. Ihm war das immer wichtig. Die sollen sich beweisen und sollen sozusagen gucken, dass sie... Ja, das Ganze ein bisschen ausfechten. Deswegen werden sie dazu gezwungen, Ritter zu sein und jetzt in den folgenden Kriegen, im aktuellen Krieg, mitzukämpfen. Der ist nicht besonders gut. Und das machen wir auch. Ich gucke mir nur kurz an. Ja, Balderich, ich verstehe nicht, warum ich ihn nicht dazu zwingen kann, es muss doch eigentlich gehen, dass ich ihn zwingen kann, die Fraktion zu verlassen. Immerhin habe ich ich heirate, einkerkern, würde er nicht machen, aber ich habe ein Druckmittel, Titel vergeben, aber erkennen, was Vasallenbande ändern. Ich würde gerne Vasallenbande ändern. Gibt es hier irgendwie, also das kann ich machen, gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, ihn dazu zu zwingen, dass er anständig bleibt? Prägerecht will ich ihm nicht geben, Nachfolgerecht will ich ihm nicht geben, Kriegserklärungsrecht, was bedeutet das? Nee, also unabhängig von Lehnsautorität will ich auch nicht. Ratsrechte will ich ihm auch nicht garantieren, Titelaberkennung will ich ihm auch nicht schützen. Also das bringt mir alles gar nichts. Ansonsten kann ich die Steuern und Aufgebote erhöhen, aber auch das will ich nicht erstmal nicht verändern. Ich will ja eigentlich, dass er mich wieder mehr mag. Also im Prinzip das langfristige Ziel. So, lange Vorrede, vielleicht nicht ganz so langer Sinn. Wir heben jetzt die Truppen aus mit all unseren Rittern und gehen auch einfach direkt in den Kampf. Wir suchen uns... Oh, keine Schultheiße eingesetzt. Das heißt, in Mainz... Oh, hier ist viel. Wir holen jetzt erstmal die Kontrolle wieder zurück und dann muss ich da unten ein bisschen weitermachen. Gut, das hat mich funktioniert. Ist das komplett erledigt? Ne, noch 10 Monate in Mainz, bis es gut ist. Barbara, meine Tochter, wird wieder eingeladen. Natürlich darf sie kommen. Und hier gibt es gleich einen Krieg. Jetzt ist die Frage, ich bin, glaube ich, nicht dabei. Ne? Ich bin kein Befehlshaber, ich bin auch kein Ritter mehr. Könnte ich eigentlich machen. Aber, nee, ich bin jetzt im Krieg, feiere ich kein Fest oder so. Ich verliere gerade sehr viel Geld. Und das ist aufgegangen. Jetzt ist natürlich heftig. Jetzt gucken wir uns das mal ganz genau an. Neuer Erbe. Nach dem Tod von Philipp, was mich an sich ein bisschen traurig macht, ist, weil Philipp der Name war, den ich eigentlich pushen wollte. Aber Philipp wurde ermordet. Oh Gott, wie konntet ihr Philipp das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr da nicht mich? Ja, ich habe gesündigt, viel in meinem Leben. Er war bar jeder Schuld, mein perfekter Sohn. Das ist auch nicht ganz so richtig. Das Leben hatte noch so viel vor mit ihm. Das hat er nicht verdient. Ich krieg nur 14 Anspannung. Also das ist auch ein Beweis dafür, dass es ihm jetzt nicht ganz so nahe geht. 14 Anspannung ist... Jo. Wurde von Graf Ludwig von Grüningen in der Schlacht erschlagen. Ja, das ist im Prinzip das, was geplant war. Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss auch... Dafür ist es gerade ein bisschen zu spät. Der andere Sohn wird ab jetzt rausgenommen. Darf nicht mehr Ritter sein. Wird noch aus dem Krieg, kommt er nach Hause mit der Leiche seines Bruders, um beizusetzen. Das ist also
jetzt das Ding. Und hier, der Fluch endet. Die Launen und Wendungen des Schicksals sind nicht immer zu meinen Gunsten. Gott weiß, dass ein Fluch auf mir lastete, seit ich Friedrich kennenlernte. Heute endet dieser Fluch jedoch. Das Schicksal war mir hold und hat dieses widerwärtige Monstrum ins Grab geschickt. Und keinen Tag zu früh, ich verliere wieder etwas an Spannung, besser gesagt. Ja, mein Gefangener, den ich ein bisschen gefoltert habe. Ne? Das hat mir ja insgesamt gut getan. Deswegen, hier ist nochmal ein Ritter eingetroffen, den können wir uns mal angucken. Sehr, sehr stark. Sonst sehr, sehr unfähig. 125, uiuiui. Ne, also gucken wir uns mal, wenn es wirtschaftlich ein bisschen besser geht, gucken wir uns den an. Und jetzt. Interessant. Verbündete Kommandanten getötet, eben der genannte Sohn gefangen genommen, Herzog Engelbert von Schwaben. Und Hartwig, Enkel von Herzog Engelbert. Jetzt muss ich schnell sein. Wir gucken uns erstmal kurz die Details dieser Schlacht an, denn wir sehen ja hier, Graf Ludwig von Grüningen wurde erschlagen. Das ist übrigens der, der auch meinen Sohn erschlagen hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Genau, also mein Sohn wurde schon mal gerecht, die anderen drei Ritter wurden allesamt verwundet und bei uns noch Konrad hat etwas mitbekommen, aber ansonsten war das ein deutlicher Sieg. Wir können jetzt den Krieg beenden, das wird wahrscheinlich auch gleich passieren. Ich wollte nur gucken, ob ich noch jemanden auslösen lassen kann. Natürlich nicht den Herzog, aber sonst jemanden. Aber natürlich nicht. Das heißt, es passiert jetzt Folgendes. Heimkehr eines Kindes. Barbara ist wieder da. So sei es, es ist wieder Frieden. Herzog Engelbert von Schwaben erhielt begrenzte Lehnsautorität und hat die Einkerkerungs- und Aberkennungskriegsgründe gegen Graf Adalbert aufgegeben. Wird abgesetzt? Das auch noch. Das heißt, wer ist jetzt Herzog von Schwaben? Herzog Hartwig. Das ist der Sohn, den ich hatte, ne? Also auch eingefangen hatte. Jo, der sieht mir das Gott sei Dank nicht so nach. Das ist jetzt ganz gut. Ja, der Württemberger, der ärgert sich vielleicht jetzt, dass es so leicht ging. Der denkt sich, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr verlangen können. Aber er ist jetzt auf jeden Fall ein Graf innerhalb des Reiches, auf den es zu achten gilt. Ja, für mich heißt es jetzt, idealerweise bekommt Ernst von Marburg, beide Herzogtümer und alle Grafschaften, die noch bei mir verblieben sind, das heißt Speyer, Kaiserslautern mit der Stadt Lautern, Wiesbaden, Mainz und alles, was Frankfurt und eben alles, was derzeit in Hessen ist und mir gehört. Das heißt tatsächlich, jetzt ist gerade ideal. Ich kann mal gucken, was man den Lehnsherren noch so geben könnte. Landvögte entsenden, um Kontrolle wiederherzustellen. Ach, wisst ihr, warum eigentlich nicht? Es ist aber abgelehnt. Ich werde in den Thronsaal von Kaiser Pschibor eskortiert, wo er mir bedeutet, mich ihm zu nähern und ihn anzusprechen. Ich lege also da, was ich möchte, und nachdem er sich meine Rede angehört hat, runzelt er die Stirn und weist mich zurück. Ich bitte um Entschuldigung, doch zum Wohle vom Reich muss ich eure Bitte ablehnen. Warte mal. Hört mich an. Oder aber er setzt Hofpracht ein, sie verlieren Bekanntheit und meine Petition endet. Machen wir auch. Also so wichtig ist mir das jetzt nicht. Ich wollte das quasi nur mal ausprobieren. Okay. Baron Manfred mag mich nicht. Ist immer schlecht. Das ist natürlich eine Sache, kann ich den dann einfach ersetzen. Also durch mein Spielererbe im Prinzip. Ja, jetzt, der kann hier schon mal lernen. Und ich überlege mir auch ernsthaft, ob ich ihn tatsächlich schon ein paar Grafschaften gebe. Jetzt sozusagen wäre es ja wichtig, dass ich ihn als vollkommenen Nachfolger, Sohn, der er ist, und er ist halt nur ein knausriger Buchhalter, aber die Werte sind gut, er ist gesellig, fleißig, gut, sprunghaft, aber endlich mal nicht eigenwillig. Das passt mir tatsächlich eigentlich ganz gut. Wir könnten mal gucken, ob wir ihn mit Herzog von Bayern oder Herzog von der Champagne, die ist auch Wohlgestalt, gleichzeitig spindeldürr. Aber ein mächtiges Herzogtum. Cécile de Blois. Feige und zynisch. Gefällt mir halt aber nicht so. Wen haben wir hier? Grafschaften von Genua. Herzog der Normandie. Ist jetzt nicht so groß. Aber auch erst zwei. Nee, also da müssen schon bald Kinder kommen. Das ist ganz klar. Die ist kerngesund. Ja, ich überlege gerade, die ist voll verwundet übrigens. Weiß gar nicht, wie lange die es noch macht. Hat aber schon ganz gute Anlagen, wie ich hier sehe. Salomea von Nordheim. Ja, warum nicht? Machen wir. Nehmen wir den Bayern. Das ist ein gutes Bündnis für mich und für ihn. Und in 8, 9 Jahren. Mit 16, ne?
mit 9 Jahren noch warten? Ja, gut, aber er ist jetzt erstmal. So viel soll er noch nicht machen. Ihr habt einen fallen gelassenen Anspruch auf die Grafschaft von Hildesheim. Das ist natürlich. Da hatte ich doch mal was. Wo ist denn Hildesheim? Hier. Das ist doch. Wer bist du? Ja, das ist ja. Lippe ist ja Teil meiner Dynastie. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da was dagegen machen möchte. Nö. Lassen mal Ränkespielvorzug verfügbar. Dann gucken wir gleich mal an. Dann nehmen wir mal Kriegsführung pro Anspannungsstufe. Ich habe eigentlich vor, meine Anspannungsstufe niedrig zu halten, was auch sehr wahrscheinlich ist, so wenig Anspannung, wie ich immer bekomme. So oft foltere ich tatsächlich jetzt niemanden, um das zu bekommen. Ich überlege gerade, Fruchtbarkeit brauche ich nicht mehr. Verführung kommt lautstark auch nicht. Dann machen wir die finsteren Erkenntnisse. Ich würde eigentlich gerne wechseln und würde jetzt an der Stelle nur mal schnell schauen, ob ich noch irgendjemanden. Ach so, ja, den warte ich noch ab. Ob ich noch irgendjemanden dringend töten muss. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Das klingt immer so. Muss ich jetzt dringend noch jemanden töten? Das ist jetzt leider wichtig. Ich habe die Baronie Nidda von Baron Viktor von Nidda geerbt. Das ist jetzt ja mehr oder weniger sinnlos. Das könnte ich allerdings machen, um. Ach, ist Marburg. Ich habe wirklich falsch geguckt. Vergeben an. Ja, das könnte ich an mein Spielererbe geben, damit er schon mal ein bisschen üben kann. Mache ich aber tatsächlich nicht. Der wird irgendwann eine Grafschaft bekommen. Ich möchte meine Ritter belohnen. Jetzt könnte ich Adam quasi. Einer der besseren Ritter. Ich will nicht, dass wenn ich irgendwie hier. Wobei, Marburg behalte ich ja. In jedem Fall. Ach, der ist richtig stark, du. Das sind richtig geile Ritter. Ja, dann du. Du wirst bedacht mit der Baronie. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ne? Sind wir ehrlich. Aber warum nicht? Baron und Ritter von mir. Ja, das gefällt mir. So, der Bauernpöbel hat sich schon mal aufgelöst. Jetzt fehlt nur noch der hier. Und hier ein Fass Wein. Kirill wird an den örtlichen Feierlichkeiten in Frankfurt Wein sehr zu schätzen wissen. Warum ist der bei mir? Der befindet sich in Pinsk. Ich könnte ihn mit einer exklusiven Weinprobe in den Keller meiner Residenz locken und dann dafür sorgen, dass er nie wieder dort rauskommt. Ist das nicht ein bisschen arg auffällig? Ja, aber das wird leicht. Das machen wir. Ein Fass Wein. Tritt doch einfach ein. Doch bevor ich ihn zu Ende einmauern konnte, kamen einige Dienstboten herein. Oh, es scheint, als wäre Kiel mitten bei eurem Bauvorhaben eingeschlafen. Können wir euch helfen, ihn in ein Schlafgemach zu bringen, Fürst? Ja, wenn's beim ersten Mal nicht klappt. Guck mal, mit 86%, das funktioniert halt einfach nicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe es nicht. Also wozu dieser Wert, wenn er anscheinend komplett willkürlich ist? Zumal ich ja auch noch dieses mit den Brieftauben gemacht habe. Also eigentlich ist es ja alles voll gut. Aber wahrscheinlich gibt es da spielmechanisch noch andere Sachen, die wichtig sind. Das ist mir auch egal. Barbara wird erwachsen. Schön. Sie ist eine charismatische Verhandlerin geworden. Ausgebildet von Prinzessin Adele. Sie ist jetzt auch sprunghaft, aber auch fleißig und feige. Ja, alles in allem nicht schlecht, ne? Barbara von Marburg kann heiraten. Finden wir irgendeinen schönen Bündnispartner. Oh, König Agnieszka verlor den Krieg gegen Herzog Wanko von Masowien. Ganz spannende Geschichte. Das gucke ich mir gleich mal genau an. Munio Constancis de Barcelona, Herzogtum von Barcelona. Ehrlich und großzügig. Oder ein Besessener, etwas älterer. Nö, wir nehmen den da hier. Das macht er sogar. Warum, wer bist du denn in der Rangfolge? Was, erbst du irgendwas? Nee. Aber vielleicht. Machen wir trotzdem. Das machen wir einfach mal. Das hat funktioniert. Was hatten die für ein lustiges Hütchen auf? Das ist ja witzig. So, genau. Polen. Das gehört noch zu Polen. Und Graf Sulislaw von Klingenberg. Du bist jetzt hier. Wenn ich dich angreife, muss ich die Königin angreifen. Die hat ja gar nicht viel. Aber ich krieg doch dann wahrscheinlich auch seine Verbündeten ab. Ja, aber auf der anderen Seite, Leute, ne, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist mir. Ich habe 25.000 Leute mit all meinen Verbündeten. Also ich kann ja machen, was ich will.
Diesen Krieg erklären wir einfach. Da muss ich jetzt gar nicht groß drüber nachdenken. Wir gehen jetzt hier rein, heben die Armeen aus, haben wir jetzt unten hinstellen müssen. Marschieren da rein. Der ist beeinflusst, sehr gut. Mord unterwegs. Wenn die Zeit reif ist, brauchen meine Agenten einen sicheren Fluchtweg aus der Residenz von Graf Pavel. Für den Fall, dass etwas schiefgehen sollte. Eine genaue Karte der näheren Umgebung mit allen versteckten Pfaden und Höhlen könnte eine wertvolle Ressource sein. Erkunde das Gelände selbst. Ich könnte eventuell krank dabei werden. Nee, ja, bezahlt einen Jäger. Das ist nicht die höchste Wahrscheinlichkeit. Aber der Jäger ist diskret. Das hilft auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, welche Verbündeten wo was mitmachen, aber in den Krieg rufen. Die barcelonische Herzogin möchte mich aragonischen Konflikt gegen Herzogtum von Barcelona. Wir sind also in einem Verteidigungskrieg. Herzogin Konstanza behält den umkämpften Titel, wenn wir gewinnen. Ah ja, okay. Aber die scheinen hier gerade ganz gut zurechtzukommen. Sind schon bei 75%. Na, so schnell bin ich doch gar nicht unten. 99, ja, haben wir gleich. Endlose Audienzen. Es vergeht kein Tag, an dem mir im Gericht nicht eine neue bedeutungslose Angelegenheit vorgetragen wird. Heute sind offenbar Graf Nikolaus und Baron Manfred damit an der Reihe, meine Zeit mit einer kleinlichen Zankerei zu vergeuden. Graf Nikolaus von Dürren, Haus Weimar und eben Haus Blome. Baron Manfred mag mich lustigerweise gar nicht mehr. Dabei habe ich ihm doch, glaube ich, den Titel gegeben. Oder ja, ich habe ihm noch einen Rat geworfen. Er respektiert mich nicht. Ich bin ein Ehebrecher, ich habe hohe Lehnsautorität, ich habe absolute Lehnsautorität, ich bin eigenwillig, über der Domänenschwelle, führe einen Angriffskrieg. Okay, der mag mich nicht. Der findet mich schon besser. Sie möchten mich glauben lassen, dass in dieser Sache die Sicherheit des Reichs auf dem Spiel steht, und doch werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie die Schwere der Lage größtenteils überschätzen, um Ihr eigenes übersteigertes Bild von sich zu pflegen. Machen schafft diese Grobian hier weg, beide mögen mich weniger. Ich werde euch lehren, die Zeit des Gerichts zu vergeuden. Das bedeutet, also ich kriege Anspannung, warum? Weil ich fleißig bin, aber hier nur ganz wenig. Tragt mir das bitte erneut vor und Sie werden irgendwann später kommen. Ihr haltet ein schwaches Druckmittel. Warte kurz. Wenn ihr Graf Nikolaus unterstützt. Graf Nikolaus gewinnt 20 Meinungen von mir und ich erhalte ein schwaches Druckmittel gegen ihn. Und wenn ich bei das gleiche, also es geht dann nur später nochmal. Oder aber Ränkespielherausforderung. Ich erhalte Schrecken. Ihr haltet ein schwaches Druckmittel gegen Graf Nikolaus und Baron Manfred und 300 Erfahrung. Und zu 21% sind die beleidigt. Na gut, das ist halt. Die erzittern vor meinem Zorn. Das finde ich gut. Druckmittel erhalten, klar. Und jetzt reißt euch mal zusammen, ey. Ihr nervt. Aufgabe erledigt. Sieg. Hat funktioniert. Oh, bezahlte 574 an die Herzogin. Stark. Das ist natürlich richtig wild. Und hier haben wir die Kontrolle erhöht. Und ich habe gesehen, hier ist noch einiges im Argen. Speyer gehört mir selbst. Machen wir erstmal hier. Und dann ballern wir immer wieder ein bisschen rein. Das dauert schon lang. Jetzt 9 Monate noch, 8. Mal gucken, aber da. Sie erholt sich wahrscheinlich langsam. Ja, 4000 hat sie. Schaue ich mal, ob ich da noch ein paar Verbündete brauche. Den einen oder anderen. Ja, könnte ich eigentlich gleich mal hinzurufen. Wen nehmen wir denn? Wir nehmen. Der darf wahrscheinlich nicht. Oh doch, der darf. Wie viel hast denn du? 7000. Der wird alleine damit fertig. Dann kann er da hinten aufräumen. Ausgezeichnet. Guter Mann, guter Freund. Vielen Dank dafür. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich würde jetzt gerne aufhören. Aber irgendwie habe ich noch Bock, diese Belagerung fertig zu machen. Mal, wir schauen hier, da ist irgendjemand am Kämpfen. So, noch 3 Monate. Noch 2. Wissensaustausch. Ich nehme an, Bürgermeisterin Aufrika wäre höchst interessiert an meinem Wissen darüber, dass ihre Cousine Baronin Engeltraut intim mit Baron Manfred verkehrt. Ja, warum? Vielleicht ist sie ja sogar interessiert genug, um mir etwas Brauchbares als Gegenleistung anzubieten. Oh, eventuell bezahlt sie 300 und ich bekomme Erfahrung. Oder sie fühlt einfach Meinung von mir. Von Limburg. Oder ich bekomme ein Druckmittel oder. Ich bekomme, nee, ich will erstmal das da hier. Mal gucken, ob sie es macht. Schwer zu sagen, ob Bürgermeisterin Aufrika mir glaubte, als ich ihr sagte, ich hätte Wissen über ihre Familie. Doch fest steht, dass sie sich weigerte, mein Angebot anzunehmen. So zog ich mit leeren Händen von dannen. Schade. Schade, sehr, sehr schade sogar. So, die Belagerung haben wir gewonnen. Wir haben einen Gefangenen gemacht. Den können wir nicht auslösen. Ich bin schon bei 18%. Hier ist, wer bist denn du? Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall mal nach Polen. Das machen wir schon mal. Und dann sehen wir, wie es nächstes Mal mit dem Krieg weitergeht. Bis
Bis dahin, viel Spaß, danke fürs Zuschauen. Tschüss.